Mit Glockengeläut hat die erste Nacht der offenen Kirchen in Eichstätt begonnen. Über 50 Veranstaltungen gab es über die Stadt verteilt. Rund 80 Besucher waren zu einer Führung über den alten Westfriedhof gekommen und erlebten dort seine Geschichte. Nur wenige hundert Meter weiter war die Maria-Hilf-Kapelle bis auf den letzten Platz gefüllt. Hier musizierten die Rupertsbucher Bergsängerin und die Brombachtaler Saitenmusi. In erster Linie standen Marienlieder auf dem Programm. Schon nach den ersten beiden Stunden war klar, die Nacht der offenen Kirchen kommt gut an. Ich habe die Maiandacht in Maria-Hilf-Kapelle draußen gehabt. Die war gesteckt voll. Anschließend haben jetzt die Rupertsbucher Sängerinnen gesungen und da war auch gesteckt voll. Also der erste Eindruck ist sehr positiv. Um 20 Uhr hatten die Gläubigen die seltene Gelegenheit, das Nachtgebet gemeinsam mit den Benediktinerinnen in der Kirche St. Walburg zu beten. In der ganzen Stadt waren die Menschen unterwegs, von einer Kirche zur anderen. Sie hatten die Qual der Wahl zwischen zahlreichen verschiedenen kulturellen und spirituellen Angeboten. Die Veranstaltungen dauerten etwa 45 Minuten. Danach hatten die Besucher 15 Minuten Zeit, um in die nächste Kirche zu gehen. Auch die evangelische Gemeinde in Eichstätt war Mitveranstalter. Weil uns die Ökumene ganz wichtig ist, gemeinsam Gott zu loben, zu singen, Konzerte zu hören, Taizé-Andacht zu feiern, weil das eigentlich was ist, was evangelische und katholische Christen verbindet. Wir haben miteinander überlegt, eben welche Veranstaltungen wir machen können und ich freue mich sehr, dass es so eine große Vielfalt an Veranstaltungen gibt. Zum Mitmachen oder besser gesagt zum Mitsingen hatte die katholische Jugend in die Johanneskirche eingeladen. Unter dem Motto Sing with me konnte jeder dazukommen und mitsingen. Oder doch einfach nur zuhören und die Atmosphäre genießen. Den Menschen zeigen, wie bunt Glaube sein kann, war Ziel der Veranstaltung. Die Leute sollen ja einen Bezug zur Kirche finden. Es gibt viele Leute, die diesen Bezug zur Kirche nicht mehr so intensiv pflegen. Aber bei so einem Anreiz nach der offenen Kirche ist vielleicht wieder geboten, dass man in der Kirche schaut, dass man sich mal auch die Kirche anders zugänglich macht. Und das, denke ich, war der Grund und die Idee, die dahinter steckt. Im Dom wurde die Idee mit einer Lichtinstallation umgesetzt und der Dom war voll. Kunsthistorikerin Claudia Grund las meditative Texte, begleitet von Orgelmusik. Über 1000 Besucher waren an diesem Abend in Eichstätts Kirchen unterwegs. Und ihr Wunsch? Eine zweite Nacht der offenen Kirchen.